Du hast doch Trouble freigelassen, oder? Oh, Kacke. So viele Tränke habe ich gar nicht mehr. Das wollte ich gerade sagen. Was? Imperium? Ja, das könnte ich auch mal gebrauchen. Niemand wird glauben, dass ich ganz allein eine Aschwinderin besiegt habe. Ist das nicht schon Feuer? Okay, bring den Helm zu Lotgog. Ein Eichhörnchen. Das sind auch ein paar Gegner, aber lass nur übrig, die sollen berichten gehen. Man soll immer einen am Leben lassen, der berichtet. Zu seinem Koboldmeister gehen mal. So berichtet, so berichten, dass eine Hogwarts-Schülerin sie alle ausgeschaltet hat. Die sahen auch schon mal besser aus. Okay, gibt's eine. Okay. Irgendwie so ein Portschlüssel links eingesammelt. Interessant. Region nördlich von Hogwarts. Warum die gefährliche Musik? Lass uns mal kurz diesen Moment genießen. Diesen Ausblick. So genug genossen. Mysteriös und etwas beunruhigend. Was soll ich tun? Die Erschwinderinnen sind den Helm los. Sehr gut. Das wird Renrock sicher beeindrucken. Der Helm strahlt noch viel heller, als ich geahnt hatte. Die Gravur, die Konturen des Profils. Unglaublich. Er ist fantastisch. Ich verstehe, warum sie ihn zurück wollten. Dass sie den Helm zurückgeholt haben, ist ein Glück für die Diebe. So mancher Kobold hätte dafür getötet. Dann bin ich ja froh, ihn los zu sein. Danke. Damit gewinne ich Renrocks Vertrauen. Ich gehe gleich zu ihm. Das wird ihn von seiner Suche ablenken. Seiner Suche? Es ist nur so eine Ahnung. Sie haben mich tief beeindruckt. Ich bin froh, Ihnen vertraut zu haben. Wir reden bald wieder. Erstmal sollten wir unsere Vereinbarung für uns behalten. Viele werden nicht glauben, dass wir ähnliche Ziele verfolgen. Aha. Auftrag abgeschlossen. Helms Quest. Ja, das war ja mal ein spannender Auftrag. Ich dachte, ich muss noch mal eben nach Hogsmeade, um da mal ein paar Kleinigkeiten zu machen.
Und dann treffe ich auf den Fieri. Also ich denke, jetzt haben wir uns die Ballonschlacht verdient. Hallo, ich frage mich, ob Sie bei Gelegenheit in den drei Besen vorbeikommen könnten. Ich könnte Ihre Hilfe gebrauchen. Wie gesagt, vermisst meine Schwester Anne Hogwarts sehr. Sie hat sich irgendwie verändert. Denkst du an dein Versprechen, sie mit mir zu besuchen? Ich breche bald nach Falco. Ja. Jetzt haben wir zwei neue Hauptaufträge. Im Schatten des Anwesens. Durch Sebastian. Sprich mit Deek. Okay, ich freue mich darauf, dich dort zu sehen. Es liegt südlich von Hogwarts. Hoffentlich kommst du jetzt mit dem Explosionszauber zurecht. Er gehört zu meinen absoluten Favoriten. Ich hätte eigentlich gehofft, dass wir jetzt nach diesem... Ich habe Deek gebeten, ihnen dabei zu helfen, den Raum zu nutzen, um ihre Ausbildung im genau das werden wir als nächstes machen. Bitte treffen Sie ihn dann dort. Genau, das hatte ich gehofft, mal ein bisschen eine Aufgabe. Ich habe von meinem Onkel Roland gehört. Ich bin ganz außer mir vor Sorge. Können wir uns im Innenhof treffen? Eine kleine Aufgabe, was Unterricht und zu bangen angeht mal. Das mit Sebastian werden wir noch ein bisschen aufschieben. Da habe ich jetzt erstmal genug. Ah, hier sind die Ballons. Ah, so platzen wir so. In die Bahnhof fahren wir auch noch nicht. Ganz über den Bahnhof und noch zwei Plätzen. Okay, ich habe erst drei. Da sehe ich einen. Einer muss hier noch irgendwo rumhängen. Die Musik ist aber auch hier irgendwie ziemlich bedrückend. Woher diese Musik? Hier können wir auch gleich mal landen, um uns ein bisschen umzugucken, aber mir fehlt noch ein Ballon. Bin ich denn wieder blind und doof? Die Zuschauer im Stream, die sehen ja manchmal, sehen ja immer mehr als ich. Das ist ja, das ist immer beim Spielen immer so, dass man da, auf das man als Streamer einfach blind und fährt fünfmal dran vorbei. Irgendwo ein ganz riesiger Ballon. Ein unübersehbarer, riesiger. Müsste blau oder violett sein. Ah, hier. Haben wir gefunden. Na bitte. Herausforderung freigeschaltet, dass die Ballon platzen. Hier fällt doch der Hogwarts Express oder nicht? Das ist doch der Bahnhofsplatz.
bin Hogwarts Express. Okay, hier dürfen wir nicht rein. Ich spiele keine Kinder mit Besen, mit Spielzeugbesen. Hier gibt es einen Shop. Hallo, haben Sie etwas zu verkaufen? Allerdings, aber was macht eine Schülerin hier draußen? Haben Sie sich verlaufen? Ich erkunde nur etwas die Umgebung. Ja, es ist gut, ab und zu etwas zu unternehmen. Auch mir ist Wanderlust nicht unbekannt. Leopold Babcock der Name. Und ja, ich verkaufe Waren. Nun, für eine wanderlustige Person wie Sie ist es natürlich ungemein wichtig, immer einen Mega-Power-Trank zur Hand zu haben. Ohne einen guten Vorrat würde ich keinen Fuß in den verbotenen Wald setzen. Na, was sagen Sie? Eine kleine Sicherheitsmaßnahme für Ihren weiteren Weg? Ich denke drüber nach. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Mr. Babcock. Gut, sagen Sie Bescheid, wenn Sie etwas finden. Was verkaufen Sie hier? Vielleicht finden Sie etwas, das Sie brauchen. Ich brauche für eine andere Quest, brauche ich mal ein paar Tränke. Ich glaube, keine von denen. Das ist relativ uninteressant. Aufbesserung für den Besen. Die Dame hat den Umhang bekommen. Das hat Regenbogen, glaube ich, vorhin gefragt. Ich würde mal in die Aufträge gucken. Pflanze und Erde, Flussgras. Schaffe alle drei Kampfpflanzen, nutze sie gleichzeitig. Donnergebräu gegen Gegner. Unsichtbarkeitstrank und Donnergebräu. Flussgras und Kampfpflanzen. Dann können wir noch ein bisschen skillen. Haupttalente. Was auch immer. Ich habe was Neues bekommen. Ausrüstungseigenschaft, dritte Rezeptbelohnung. Nekromantenschutz. Okay. Ein Polizeihut. Okay. Den gibt's dann später. Okay. Kampfpflanzen und Flussgras. Und ein Unsichtbarkeitstrank. Vielleicht finden Sie etwas, das Sie brauchen. Unsichtbarkeitstrank gibt es hier nicht, aber hier gibt es die drei, die wir uns nicht leisten können.
Vielleicht kauft ihr uns was ab. Es lohnt sich nicht, das Verkaufen von dem Zeug. Das bringt zu wenig ein. Es war mir ein Vergnügen. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Sie lösen es dann doch was anderes. Okay. Da schweben gerade wieder Flammen in der Luft. Okay, gehen wir erstmal Luftballons platzen und kritisch fällt. Halt, wir wollten erstmal nach Rocksmith. Noch in den drei Besen vorbeischauen. Wo liegt noch Smeet nochmal? Hier ist das Quidditch-Feld. Hier ist auch Smeet. Direkt vor uns. Ich bin halt wirklich blind. Kirschblütenbaum. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Ja, manche Orte in Hogwarts. Habe ich kurz mal die Markierung aufgelöst. Den drei Besen. Oh, bitte sag, dass du eine Antwort für mich zu den Schmetterlingen hast. Nein, noch nicht. Hallo, Sirona. Danke für die Eule. Wie geht es Ihnen? Ah, hallo. Haben Sie Lodgok gefunden? Das habe ich. Danke. Wir arbeiten sogar zusammen, um Ranrock Einhalt zu gebieten. Tatsächlich? Ich hatte vermutet, dass Sie sich mit ihm verstehen. Es ist wohl besser, ich erfahre keine weiteren Details. Und ich werde Sie nicht erneut ermahnen, vorsichtig zu sein. Aber bitte seien Sie's. Ich, natürlich. Hat sie mich nicht gerade Ihre Eule erwähnte, Sie brauchen Hilfe bei etwas?
Das stimmt. Ich dachte, Sie wären genau die richtige Person, um meiner Freundin Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield zu helfen. Ich glaube, ich kenne Mrs. Sprottle noch nicht. Sie ist reizend. Ihr verstorbener Mann Aiden war ein Freund meines Vaters. Ich habe bei Dot und Aiden gewohnt, wenn ich hier im Sommer als Schülerin gekellnert habe. Seit Aidens Tod habe ich sie einige Male gesehen, aber hier war zuletzt so viel los, dass ich nicht besonders aufmerksam war. Ob Sie wohl bei ihr vorbeischauen könnten? Sie braucht vielleicht Hilfe beim Sammeln einiger Zutaten für den Mega-Power-Trank. Und Sie könnten dabei auch etwas für mich wiederfinden. Eine Schachtel mit alten Briefen und derlei. Wenn das Zeit hat. Ich werde versuchen, bei ihr vorbeizuschauen. Das würde mir wirklich viel bedeuten. Und Dorothy sicher auch. Aiden wollte mir die Briefe bringen, als er krank wurde. Dot weiß, wo er sie verloren haben könnte. Sie finden das Dorf nördlich von Hogsmeade. Bitte grüßen Sie Dot von mir. Okay, in Upper Hogsfield müssen wir mit. Dann machen wir das doch schnell, oder? Danach Ballons platzen und dann sehen wir mal weiter. Auf geht's nach Hogsmeade. Nee, ab Hogsfield. Jetzt gehen wir gerade so nochmal zu Fuß hin. Jetzt machen wir Nebenmission. Junge, jetzt machen wir Nebenmission. Hätte auch gleich weitermachen können mit den. Mit den anderen Hauptquests, aber. Für die Besitzerin der drei Besen. Macht man doch vieles gern. Und einen kleinen Spazier ran. Noch ab Hogsfield macht auch mal Spaß. Ah, Upper Hogsfield. Wo ist jetzt Mrs. Sprottle? Wirklich ein nettes kleines Örtchen. Schade, dass Bardolph dachte, schwarze Magie sei die Antwort. Rockwood hatte wohl irgendetwas mit seinem Verschwinden zu tun. Verzeihung, haben Sie gerade Bardolph Beaumont erwähnt? Ja, ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Dorothy Sprottle. Ich sorge mich nur um Claire Beaumonts Bruder Bardolph, denn er ist verschwunden. Er wurde im Wald gesehen, wie er schwarze Magie praktizierte. Ich selbst sah ihn in der Nähe einiger Ruinen mit Rockwoods Leuten. Ich fürchte, er hat Ärger mit den Erschwinderinnen, vor allem wenn er Versprechen machte, die er nicht halten konnte. Ich würde selbst bei der Suche helfen, aber niemand will riskieren, auf Renrocks Anhänger zu treffen. Sie scheinen überall zu sein. Warum sollte Bardolph sich mit den Erschwinderinnen einlassen? Oh, er geriet mit Renrocks Anhängern aneinander. Das hat ihn verändert. Er wollte sich nie wieder machtlos fühlen. Ich glaube, er hat die Erschwinderinnen aufgesucht, um ihre Geheimnisse zu erfahren. Victor Rockwood zumindest scheint immun gegen Renrocks Anhänger zu sein. Könnte Bardolph nicht einfach davongelaufen sein? Nein. Bardolph hat den Laden sein ganzes Leben lang mit Claire geführt. Er würde ihn für nichts aufgeben. Er hat geschworen, in 2 Wochen zurückzukommen. Mein Gefühl sagt mir, er wird festgehalten oder Schlimmeres. Ich könnte gerne nach ihm suchen. Jede Hilfe ist gern gesehen. Sie könnten zuerst mit Claire sprechen. Vielleicht weiß sie etwas, das ich nicht weiß. Bardolph wurde zuletzt im Wald gesehen und trug dabei einen ganz bestimmten Wollpullover. Einen, den Claire selbst gestrickt hat. Claire wird in ihrem Laden sein, wenn sie...
Hüter des Bruders. Und was mit Bardolf beim Bremond passiert ist. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Ah, das sind die drei Pflanzen, da müssen wir noch welche. Die können wir, glaube ich, hoffentlich anpflanzen. Saerone können wir anpflanzen, das weiß ich. Und wenn wir die Materialien dazu haben. Bei den anderen müssten wir nochmal nachgucken. Da lohnt es sich auch länger, sich mal die Rezepte zu kaufen. Waren das Samen, die man dafür braucht? Hühnchen. Die Hühnchen braucht man dafür nicht. Dieser Tag ist schon viel zu lang. Fühle ich. Am Fluss vorbei, beim Wald. Hier muss ich richtig sein. Keine Ahnung, warum es einen Wirbel um das Wildern gibt. Es gibt genug Tierwesen für alle. Ah, ja. In die Gruft würde ich ungern rein. Inferius, na fantastisch. Kommen jetzt überall auf. Oh, Leiche von Bade. Oh, verdammt. Vielleicht will Madame Baumann kein Kuss. Das tut mir leid. Wir den Schädel von ihrem Mann mit. Okay. Nietenhandschuhe. Naja. Wir können ja das Aussehen ändern. So, ich habe eine traurige Nachricht.
besten schlägt man im Dunkeln zu. Es ist, als ob dir die Natur selbst einen Schleier bietet, unter dessen Schutz du Unheil an. Hab keinen Bock zum Kämpfen. Ja, die Musik ist passend zu der schlechten Nacht, die wir zu überbringen haben. Aus dem Weg mehr Eilboote. Das sollte ich untersuchen. Einfach random mitten auf dem Weg irgendwo. Upper Hogsfield. Wo ist jetzt Mrs. Spruttle? Sie ist in der Truhe. Aha. Sie ist an der Brücke. Eine Karte. Wohin sie wohl führt? Mache ich kein Spiel da rein. Renrocks Anhänger sind eine Plage. Was können wir tun? Ich konnte nicht umhin zuzuhören. Erwähnten Sie Renrocks Anhänger? Ja. Ich hätte nie gedacht, dass Sie so blutig vorgehen. Ich bin übrigens Claire Beaumont. Freut mich wirklich sehr. Renrock und seine Anhänger haben hier ein Lager aufgeschlagen. Ohne Rücksicht auf unser geliebtes Dorf und unsere Existenz. Einfach skrupellos. Mein Bruder Bardolf wagte es, sich gegen sie aufzulehnen. Und landete dafür im St. Mungo. Ich weiß einfach nicht weiter. War das nicht der, den wir gerade besiegt haben? Wie landete Ihr Bruder Bardolf in St. Mungo? Ach, Bardolf hatte den ganzen Tag Kräuter und Wurzeln für uns gesammelt. Als eine Gruppe von Renrocks Leuten auftauchte und die Ernte für sich einforderte, weigerte sich Bardolf standhaft. In ihrem Zorn schleuderten sie ihn gegen einen Felsen und raubten ihn aus. Als er St. Mungo verließ, schwor er Rache. Ich habe Angst, er könne sich an eine Art Magie versuchen, die er noch bereuen wird. Sie meinten, Renrocks Anhänger hätten hier ein Lager aufgeschlagen. Wo genau? Im Süden, hinter dem Fluss. Ich habe gehört, dass in jedem Lager etliche von Renrocks Anhängern sind. Ich wage mich nicht in ihre Nähe. Warum verlassen Sie die Gegend nicht einfach? Upper Hogsfield ist mein Zuhause. Bardolf und ich sind hier aufgewachsen. Nein, wir geben nicht nach. Sobald mein Bruder zurückkommt, sehen wir, wie es weitergeht. Er sucht Rat bei Victor Rookwood. Oh je. Ich habe das nicht gut geheißen. Aber vielleicht bringt es uns ja doch was. Ich kenne Renrocks Anhänger leider nur zu gut. Vielleicht kann ich etwas tun. So sehr ich sie auch loswerden möchte, will ich nicht, dass sie verletzt werden. Oder Schlimmeres. Bitte seien Sie vorsichtig. Wir sollten nicht in Angst leben müssen. Das ist unsere Heimat. Das tue ich aber jetzt bestimmt nicht. Ich verliere mich hier ein bisschen in Ihre Aufträge. Sammle Trollpuppe. Pulse auf einen limitierten Gegner, okay. Okay, wo finden wir die denn jetzt? Es wird anscheinend schlimmer. Ich sehe mich besser vor. An der Brücke würde sie da würde die sein. Wo haben wir hier eine Brücke?
wie ich wohl in so einem kleinen Dorf zurechtkäme? Eine Button. Oh, ich hoffe, meinem Bruder geht es gut. Madame Beaumont, ich glaube, ich habe Neuigkeiten zu Ihrem Bruder. Bardolf? Was wissen Sie über meinen Bruder? Ja. Er hat sich leider den Aschwinderinnen angeschlossen. Und er will nicht zurück. Was? Nein! Nein, das kann nicht sein! Er wollte Ihren Rat! Das ist alles! Tut mir leid, dass ich keine besseren Neuigkeiten habe. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Madame Beaumont. Was hätte ich denn noch tun sollen? Oh, Bardolf! Bardolf! Renrocks Anhänger sollte man keinesfalls unterschätzen. Sie wird ihn vergessen. Nein. Ich hab kaum genügend Selbstgeld. Ich brauche viel Geld, um Tränke und so weiter zu besorgen. Aber als nächstes sprechen wir mal mit Deke. Nachdem wir natürlich im Quidditch-Feld. Da machen wir uns ja schon auf den Weg.